Und damit herzlich willkommen zu Skylanders Spyro's Adventure. Legen wir auch mal sofort los. Sei gegrüßt, junger Portalmeister. Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Ion. Ich führe dich durch diese Welt. Aber wo bist du, fragst du vielleicht. Dies sind die Skylands. Eine antike Welt der Wunder und Mysterien. Über Generationen hinweg haben die Portalmeister und ihre Skylander in den Frieden und das Gleichgewicht bewahrt, damit alle Wesen leben können. Alles, was du hier siehst, wird von Magie durchströmt. Jeder Stein, jeder Baum, jedes Tier. Aber jetzt ist unsere Welt in großer Gefahr. Die Finsternis breitet sich aus. Die Skylands brauchen deine Hilfe. Die beiden mögen sich wohl nicht so. Ein großes Abenteuer wartet, junger Portalmeister. Ich habe meinen treuen Gehilfen Yuko zu dir geschickt. Wir hören uns schon bald. So, Level 1. Steht nirgends vor der Levelname. Wow, sieh mal, wie viele Ballons abheben. Das erleichtert die Parkplatzsuche. Die heben nicht nur ab, sondern sie fliehen. Da liegt was ganz furchtbar im Argen. Ach so, das erklärt auch die fliegenden Felsen. Bist du sicher, dass das ein guter Plan ist? Geh schon, Flynn, such dir einen erhöhten Platz. Wir treffen uns an der anderen Stadtgrenze. Claro! Viel Glück, Hugo! Er blättert erstmal in seinem Buch. Kapitel 1: Trümmerinsel. Meister Ion hat gesagt, es würde Hilfe kommen. Ich soll genau hier warten. Erst explodiert der Kern, dann fange ich an, Stimmen zu hören. Und jetzt stehe ich mitten in einem Dorf, das von wer weiß, was in Stücke gerissen wird. Ich bin eindeutig verrückt. Es ist soweit, Portalmeister. Wen nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, wir nehmen mal Trigger Happy. Wow, Trigger Happy, du bist zurück. Meister Ion hatte recht. Er hat also wirklich einen neuen Portalmeister gefunden, der uns hilft. Ich habe natürlich nie daran gezweifelt. Ich weiß, dass du zuschaust, du großer Portalmeister. Ich Danke. Bin Yugo und wir haben viel zu tun. Das Dorf braucht uns. Okay, dann sollten wir uns mal beeilen. Als der kleine, keine Ahnung, was das für ein Tier ist, oder Skylander, mit zwei Knarren in der Hand, der hier wie verrückt rumballert, und ein Tresor wirft. Grüß, junger Portalmeister. Ich, Ion, werde dir helfen. Du kannst Trümmer und Hindernisse durchbrechen, indem du die Angriffe wirst. So etwa? Wir haben gehört, die Skylander wären alle fort. Aber es ist so toll, dich zu sehen. Die Hauptstraße wurde zerstört und die Leute stecken alle drinnen fest. Das ist sehr gefährlich. Es könnte helfen, wenn wir diese Mauer einreißen. Vielleicht klappt es ja mit der alten Kanone da. Ich hab schon einige Skylander. Um die Kanone abzufeuern. Wo ist eigentlich? Achso, hier. Naja, ich wusste jetzt gerade nicht, wo der eine war. Er steht hier. Und ich zeig euch mal sofort den nächsten Skylander. Das war jetzt Trigger Happy. Jetzt zeige ich euch mal. Mit dem werde ich, glaube ich, auch dieses Level weiterspielen. Einer meiner Lieblings-Skylander. Carmo. Ist einer meiner Lieblings-Skylander. Und der Ton ist jetzt schon ein bisschen laut gewesen gerade.
Ich hoffe, für euch ist der noch gut. Skylander, oder? Ich wusste gar nicht, dass ihr hier seid. Wir brauchen wirklich eure Hilfe. Kannst du den Schlüssel holen und uns rauslassen? Nimm den Schlüssel, junger Fatalmeister. Könnte ich machen. Schließ das verschlossene Tor auf. Aber aufsprengen kann ich's nicht. Am anderen Ende des Dorfes passiert etwas Schreckliches. Was denn? Das werden wir wohl gleich erfahren. Aber erstmal brauchen wir das Geld hier. Wie kommen wir? Ach so, da kommen wir da drüben hin. Ich habe das Spiel bestimmt schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Ich bin froh, dass die Skylander hier sind. Hoffentlich gibt es mehr von euch. Wir haben ein gewaltiges Problem. Die Brücke ist nicht passierbar und es sind noch Leute auf der anderen Seite der Schildkrötenschlucht. Oh je, ich hoffe, es geht ihnen gut. Blabbers da drüben kann die Schildkröte nicht bewegen. Hilfst du ihm bitte? Na klar helfen wir Blobbers. Schildkrötenschlucht. Oh, Tagoras, du bist ein Skylander, oder? Gut, dass du hier bist. Mein Gehirn ist ziemlich groß, aber meine Muskeln sind schwach. Ich brauche einen starken Helden wie dich, der mir hilft, diese Schildkröte zu bewegen. Können wir machen. Und ich hoffe, ich schreie nicht zu sehr ins Mikro. Schiebe die Schildkröte, um einen Weg nach vorn frei zu machen. Ich glaube, ich wechsle mal kurz. Ganz einfach aus diesem Grund, dass der so lustig ist und ihr werdet gleich sehen, weswegen und. Die eine Welt war gerade nur da, damit ich habe das schon mal durchgespielt. Nicht nur einmal. Hallo, du da unten. Hallo, du da oben. Ich bin Flynn. Hugo hat gesagt, dass ich auf dich warten soll. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich weiß, was diese Insel zertrümmert. Komm mal her, dann zeige ich's dir. Benutze die Sprungkissen, die federn richtig gut. Nee, noch nicht. Da unten. Ein Elementator, wenn ich mich recht erinnere. Einmal Wut und den Seelenstein für Chop Chop. Natürlich setzen wir den auf. Aber bevor wir uns den Seelenstein holen, wir gucken uns alle Seelensteine an. Also alle, die ich finde. Nicht gesagt, dass ich alle finde. Ich suche ihn gerade. Hier. Ich hab ihn auch. Und jetzt freut euch auf ein Video. Im Video. Ab jetzt täglich einmal Skylanders und ich glaube, ich werde das immer abwechselnd machen mit Minecraft Freizeitpark und Skylanders Spyro's Adventures. Werde ich, glaube ich, immer abwechselnd machen. Kommt drauf an, wo ich gerade mehr Lust drauf habe. Und hier ist die Schriftrolle.
Form und Größe der Portale sind unterschiedlich. Aber durch die Kontrolle eines Portalmeisters können diese mystischen Geräte zwei Punkte in Raum, Dimension und, wenn wir den alten Legenden glauben dürfen, auch Zeit verbinden. Portalmeister können dann Skylander und Magie auf die andere Seite schicken. Zum Beispiel hier, um die Skylander zu nutzen, brauchen wir hier auch ein Portal. Siehst du den Wirbelsturm? Ganz schön heftig! Aber ich habe eine Idee! Wir machen das jetzt! Wow. Und Chop Chop bleibt da oben einfach ganz lässig stehen. Passiert schon nichts, denkt er sich. Das war knapp. Ist schon okay. Geh einfach weiter. Ich drehe eine Runde und wir sehen uns dann später wieder hier. Nicht mit Chop. Mit Chop Chop geht's weiter, sondern mit Zap. Mein Lieblings-Skylander. Du bist es. So ein Glück. Ich würde diesem Wirbelsturm gerne kommen. Nur die Monstertore sind im Weg. Monster stecken sich ein Gebiet ab, in dem sie diese Tore bauen. Und diese hier sind besonders fies. Hungrige kleine Chompies. Oh, ich bin auf der sicheren Seite. Danke. Es ist besser, als auf der Chompie-Seite zu sein. Da, wo du bist. Aber keine Sorge, das Tor öffnet sich, wenn alle Monster bewegt sind. Du musst also einfach nur alle Chompies da drin loswerden. Und alles ist gut. Viel Glück. So gefährlich sehen die jetzt wirklich nicht aus. Da kann ich sagen, werden schwerere Gegner im Spiel auf uns zukommen. Und das ist nicht immer so, dass man eine Anzahl töten muss. Man kann die, wenn da diese... Ich mach mal eben ein bisschen leiser. Wenn da diese... Tore nicht sind, kann man die auch einfach in Ruhe lassen. Das hier sind Elementartore. Hinter solchen Toren liegen große Schätze. Aber sie können nur von einem Skylander desselben Elements geöffnet werden. Das Wassertor kann zum Beispiel nur ein Wasserchampion öffnen. Und das Technologietor, naja, nur ein Technologiechampion. Das leuchtet doch ein, oder? Und das Magietor konnte voll nur ein Magie-Champion, wie der es sagt, öffnen. Aber mit Champion ist Magie-Skylander gemeint, also Technologie-Skylander. Das ist zum Beispiel gerade ein Wasser-Skylander. Und er heißt Zap. Ja. Der schwimmt so lustig. Jetzt nehmen wir mal kurz nicht mehr Trigger Happy, sondern ich habe auch noch zwei andere aus dem Element. Zum Beispiel. Das ist jetzt der nicht so coole. Es gibt noch einen besseren. Aber der ist auch schon cool. Ich weiß auch schon, was das für ein Hut ist.
Sekunde, ich muss mal kurz was machen. Es ist ja einmal passiert, dass das Telefon in der Aufnahme geklingelt hat. Deswegen habe ich es gerade nach draußen gestellt. Vor mein Zimmer hier, vor mein Aufnahmezimmer. Tschüss. Und mit ihm hier beenden wir das Level. Ich komme! Um das Level zu beenden, haben wir noch 4 Minuten. Oder eher gesagt, ich habe mir immer so 20 Minuten als... Der Wirbelsturm! Halt! Bei meiner Kniekehle, der königliche Palast der Mabu ist verschwunden. Und, oh nein, da! Die königliche Familie steckt fest. Du musst sie retten. Ich wollte sagen, die Parts sollen immer 20 Minuten lang gehen. Aber wenn dann noch eine Videosequenz kommt, zeige ich euch die natürlich. Ich mache ja auch immer Verabschiedung dann. Aber wenn es mitten im Level ist, da ist es mir egal. Erste Level auch schon abgeschlossen. Kapitel meine ich. Hab mich vertan. Du hast es geschafft! Dank dir könnten alle Dorfbewohner rechtzeitig evakuiert werden. Das ist erst der Anfang. Es gibt Berichte von schrecklichen Katastrophen überall in den Skylands. Ja, und es wird noch eine geben, wenn wir nicht wieder gekommen. Der Wirbelsturm erreicht uns. Oh, stimmt. Wir sollten uns in Sicherheit bringen. Ich erkläre unterwegs alles. Dann erklär unterwegs alles. Wir hätten auch keine Sekunde mehr länger warten dürfen. Den Schatz haben wir nicht gefunden. Und ich wusste auch nicht, wo der war. Solange man sich erinnern konnte, wurden die Skylands von den Weisesten und Mächtigsten aller Wesen beschützt. Den Portalmeistern. Und der Beste von ihnen war Meister Ion. Er und seine Skylander beschützten den Lichtkern. Seit Jahrhunderten hatte der Lichtkern die Welt bereichert und die Finsternis in Schach gehalten. Die ultimative Macht des Bösen. Aber jetzt war Ion der letzte Portalmeister. Und da er im Alter immer schwächer wurde, wusste er, dass die Finsternis früher oder später zurückkehren würde. Meister Ion, die Wolken! Stimmt etwas nicht? Hast du schon mal erlebt, dass finstere, ominöse Wolken Gutes verheißen zukommen? Ion, der hat einen Platz, Lugo! Skylander, die Finsternis ist eingetroffen. Bereitet euch auf den Kampf vor. Denkt mir das. Chaos. Ich warte schon lange auf diesen Tag, um Rache zu nehmen. Bald werden sie alle vor mir niedergehen.
Chaos! Ich hätte es ahnen sollen. Und was hast du mit deinem Kopf gemacht? Das sieht lächerlich aus. Mein Kopf ist ehrfurchterregend, sag ich dir. Der ist so lustig. Ich fürchte meinen riesigen Schwebekopf. Siehst du, ich hatte ja gesagt, er ist nicht gruselig genug. Ohren dran, Schex. Du verwirfst mir die böse Laune. Nee. Es reicht. Du dachtest wohl, du hättest mich in den Outlands verwandt. Vielleicht? Ich, Chaos, kehre zurück, um den Lichtkern zu zerstören und die Skylands als Imperator zu regieren. Und du bist so alt und schwach hier, dass du nichts dagegen tun kannst, ja? Ich habe es dir schon mal gesagt, Chaos. Du bist ja machtlos und die Finsternis genauso. Ach ja, wirklich? Das wird ja sehen. Skylander. Es wäre doch schneller gegangen, dass die einfach da oben drüber gesprungen wären. Also die, die Flügel haben. Der Rest nicht. Den kennt man ja schon. Okay, jetzt hab ich es. Wir verlieren. Starten wir jetzt also Plan B? Nein, Glamschicks! Ich habe eine viel bessere Idee! Nehmen wir Plan C! Das sah gerade aus wie vier Drachenköpfe. Meister Ion? Irgendjemand? Und an dem Tag wurde der Lichtkern in die Weiten des Universums gesprengt. Und die Skylands verloren ihre größten Beschützer. Aber es gibt noch mehr zu erzählen. Die Skylander trieben immer weiter und weiter von der Energie der Skylands fort und fingen an zu schrumpfen, bis sie deine Bilder hatten, wo sie darauf warteten, gefunden zu werden. Doch Meister Ion, er hat überlebt, aber er war verändert. Er wurde zum Geist. Ohne seinen Körper konnte er nicht gegen Chaos und die Finsternis kämpfen. Aber jetzt haben wir ja dich, junger Portalmeister. Und die Skylander stehen hier bei mir auf dem Tisch. Viele auf jeden Fall. Nicht alle, viele. Den Portalen sei Dank, wir sind heil geblieben. Also, wie du siehst, ist der Lichtkern zerstört und die Skylands sind in großer Gefahr. Der Wirbelsturm war sicher kein Zufall. Das ist das Werk von Chaos. Chaos. Oh, der geht mir echt gegen den Strich. Wenn ihr es mit Chaos aufnimmt, bin ich dabei. Das freut mich, Flynn. Kaylee will uns auch helfen. Kaylee? Von dem Mädel habe ich schon einige Dinge gehört. Interessante Dinge. Wenn sie dabei ist, bin ich doppelt dabei. Klasse! Wenn du bereit bist, geh mit Flynn zum gefährlichen Grasland. Ich mach den Ballon schon mal startklar. Mach das. Oh, und wenn du noch mehr von diesen Schafen mitbringst, werde ich dir nie verzeihen. Nein, mit Flynn. Nein, wir werden jetzt nicht mit Flynn sprechen. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Und bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.